Ich weiß, ich habe auch meine Eltern schon mal überredet. Ja, das habe ich auch. Ja, bei dir auch, ne? Ja. Das echt nicht realisieren. Ich glaube, ich würde das auch nicht realisieren, wenn ich da bin. Also, vor allem auch, dass wir jetzt mit dem Kuss und den Leuten, mit denen ich dahin jetzt fliege, weil eine Klassenfahrt sonst ist anders, ne? Also, wo waren wir in Köln? In Essen. Das war schon heftig. Das war auch besser als die eigentlichen Studienreisen, die wir hatten mit der Oberstufe, finde ich. Wir waren in Schweden, das war auch toll, aber ich glaube, ihr in Kroatien. Aber Jerusalem, Tel Aviv. Ganz anderes, ja. Ich kann das nicht glauben. Ich weiß nicht. Ich bin auch noch gar nicht, deswegen bin ich auch gar nicht im Modus. Mhm. Ja, die hatten am Anfang ein bisschen Bedenken, vor allem mein Vater, wegen den Medien und alles. Aber ja, ich konnte ihn noch so ein bisschen beruhigen, überzeugen und jetzt ist er eigentlich ein bisschen froh darüber, dass ich jetzt ein bisschen noch außerhalb Deutschland bin. Mein Vater hat mich gar nicht gehen lassen. Ich weiß nicht, er hat auch in den Medien, er hat alles gesehen, weil... Ich war selbst dagegen am Anfang. Die Leute haben sich ja in letzter Zeit zugeschmissen. Mein Bruder und Dings, du weißt... Ich bin auch zu meinem Lehrer gegangen, weil die kann sich vielleicht mit meinen Eltern reden, weil ich will unbedingt mit. Ich finde, so eine Chance kriegen wir einfach nicht wieder. Am Anfang war ich dagegen, zu Hause. Okay. Ich sag niemals. Ich schick da meine Geschwister und alles nicht hin. Weil ich hatte Angst um die, ne? So, weiß nicht. Gerade als Muslime oder sichtbare. Ne? Habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Irgendwann war ich dann dafür, weil ich vieles mitbekommen habe von Herr Buhn und so. Er war ja oft da. Und er sieht nicht gerade anders aus. Wenn nicht sogar noch mehr nach dem und dann war irgendwann mein Vater auch alles, dann mussten wir die umstimmen, dann war ich zu Hause, ganz andere Rolle. Dann war ich nicht mehr dagegen, sondern musste die überzeugen. Aber irgendwann haben die eingewilligt. Ich glaube, ich werde zum ersten Mal meinen Leben Juden sehen. Ich meine, ich habe noch nie Juden gesehen, Leute. Obwohl, ich glaube, ich habe einmal in Lidl einen Juden gesehen mit seiner Familie. Woran erkennst du den Jungen? So von diesem Anzug, Hut, Locken. Ja. Kennst du das nicht? Und seine Frau war aber voll verschleiert. Ja, bei denen gibt es auch Kopftücher und alles. Ja, die waren richtig verschleiert. Aber bei orthodoxen Christen auch. Ich hatte auch erstmal Bedenken, weil auf unserer Reiseliste stand ja auch, dass wir in Jerusalem uns vielleicht etwas bedeckter anziehen sollen, die Schultern sollen nicht frei sein. Und da war auch schon so, okay, ich war schon ein bisschen verwundert, aber. Ja. Der 14. Glas, der Partner hat schon Panik, denn ich werde wieder im Suss sein. Meine Stadt ist dieser Mythen wie Behandlung. Was sagt der Teller mit den Liebenschaften? Ich suche kleine Jungs vor deine Tür, nur dass du Schutzgeld von Luna dann sie zahlst. Frag mich nach Kokain, mein Kleiner, das ist andere Liga. Richtig überrascht, als ich gefeiert habe. Weil ich habe immer das Gefühl, dass die Juden die Deutschen hassen. Selbst wenn jetzt, wir waren ja heute im jüdischen Viertel, da haben mich auch ein paar gefragt auf Englisch, where are you from? Ich wollte erstmal nicht sagen, I'm from Germany. Ich hatte Angst, dass sie irgendwie falsch reagieren, aber hab's dann halt doch getan und die Reaktion war auch eigentlich ganz normal, als würde ich halt irgendein anderes Land nehmen. Wir waren vorne im Café, Coffee, haben was getrunken gehabt und da lief das Spiel, ich glaube, es waren die letzten 5 Minuten, wo ich auch meinte, Jungs, es wird sich nichts ändern, lasst rausgehen, das stand 1-1 und die Jungs, Fußballfanatiker, wollten das unbedingt noch gucken und waren eine gemischte Gruppe, da saß auch ein Mann am Tisch, der war auch komplett klassisch wie ein Jude gekleidet, also traditionell, hat auch seinen Zylinder aufgesetzt gehabt und dann wurde in der Verlängerung das 2-1 geschossen und die Leute sind durchgedreht. Alle haben sich gefreut und vor Freude auch laut gerufen. Und da wurde ich von Weibern gefragt, er meinte sich, warum freuen die sich? Aber freuen die sich gerade für Deutschland? Und dann dachte ich mir,
die Erklärung für mich wäre dann eben, es stimmt, das jüdische Volk hat eine ziemlich tragische Vergangenheit mit dem deutschen Volk, aber zur Zeit des Deutschen Reiches. Wir haben jetzt eine Bundesrepublik Deutschland und es ist meiner Meinung nach eine Republik, die aus ihrer Geschichte gelernt hat, sensibilisiert wurde und auch wirklich alles daran setzt, dass solche Dinge in Zukunft nicht nochmal passieren. Und von daher hat das mir auch nochmal eine Bestätigung gegeben, dass auch das jüdische Volk an sich so eine Einstellung der Bundesrepublik gegenüber hat. Sei es jetzt eben, indem das 2-1 mit uns gefeiert hat. Und zum Beispiel gestern hat auch Schweiz gegen Serbien gespielt. Ich bin selber Albaner und ich wäre nie in meinem Leben für Serbien. Nie. Obwohl das, was Serbien gemacht hat, nicht mal 1% so schlimm ist, was Deutschland gegenüber die jüdische Bevölkerung gemacht hat. Aber man kann halt sehen, dass Deutschland, also wie Yusuf auch schon vorhin meinte, aus den Fehlern gelernt hat und, sag ich mal, jetzt Acht gibt und viel für die Welt tut, auch global. Ja. So viel Publikum, Dinge auszusprechen, die wirklich ganz viel Geschichte auffüllen, Gänsehaut verbreiten. Sprechen kann. In Deutschland haben wir das mehrfach geprobt. Wir wissen, wie pluralistisch man in Deutschland denkt, wie kontrovers man denkt, dass die Aufarbeitung der Geschichte zu unserem Alltag dazugehört und zu unserem Leben. Aber wie die Menschen das hier sehen, wissen wir eben nicht. Davor haben wir einfach großen Respekt und ich finde das ganz toll, dass die Schüler hier mit Empathie rangehen und nicht einfach das Ganze raushauen.
sondern dass sie nachdenken, was könnte das hier eigentlich bei unserem Publikum auslösen? Würden sie das überhaupt verstehen? Verstehen sie überhaupt, was wir mit dem Stück hier erreichen wollen? Man hat irgendwie das Gefühl, dass jeden Moment die Polizei gerufen werden kann. Und das ist anders als in Deutschland. Die laufen hier wirklich mit schweren Geschissen rum. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, wir gehen auch sehr forsch miteinander um. Also da wird schon die einfachste Frage auf eine Art und Weise gestellt, wo ich mir denke, hallo, laufe ich mit einer Bombenweste rum oder warum werde ich jetzt so behandelt? Gerade deswegen hat man auch irgendwie ständig den Gedanken, okay, ist das jetzt so anstößig? Werden wir gleich gemeldet? Oder keine Ahnung. Also solche Sachen kommen halt auch schon in den Gedanken. Dedem Almanya geldiği için o kadar mutluyum ki Almanya düşünülecek ve yaşanacak en güzel yerlerden biri. Estoy muy feliz. Mi país es el mejor país. Estoy toda liberdade. Na mergim tore ke vidin shumë mirë, sepse Gjermania na jep mundësinë, mund të grunë këtë shtet. Darum geht es ja um den Radikalisierungsprozess zwei Jugendlichen. Der eine wird zum Rechtsradikalen, findet in dieser Szene irgendwie seine Identität. Und der andere wird findet in der neosalafistischen Szene. Ja, bu Almanlar kendi kim olduğunu bilmiyorsa, o zaman başkaları kontrol edecek. Aynen. Wenn die nicht wissen, wer sie sind, werden Fremde über ihr Sein bestimmen. Uns ist eine Meinung. Geistesabwesen nach RTL 2. Entmündigt durch DSDS. Entmündigt durch Heiligtum. Wenn die Deutschen nicht wissen, wer sie sind, werden Fremde über ihr Sein bestimmen. Goodbye, Deutschland! Was bedeutet es eigentlich, deutsch zu sein? Vor allem auf das Dritte Reich angesprochen zu werden, wie man es sich nicht wünschen würde. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. So begrüßten mich in meiner Kindheit andere Kinder während eines Urlaubs in Dänemark, nachdem sie mitbekommen hatten, woher ich kam. Während eines anderen Urlaubs in Griechenland fragte mich ein Brite neben mir an der Bar, "Where are you from?" Und ich antwortete, "From Germany." Er erwiderte, "Fuck you." Und als ich einmal mit einer Gruppe von türkisch, arabisch und persischstämmigen Männern zusammenarbeitete, lobten sie in der Pause die deutsche Großtat, so viele Juden getötet zu haben. Ich sollte eigentlich stolz sein und mich nicht schämen. Wäre ich lieber undeutsch? Undeutsch? Dieses Wort ist für mich ein Unwort. Es bedeutete vor gar nicht allzu langer Zeit, dass so etwas nicht das Recht hatte zu existieren. Aufgrund unserer Geschichte sind wir aber ein Land, das gegen jede Form von Hass und Ausgrenzung sensibilisiert ist. Ein Land der Demokratie, Freiheit, Einheit und Rechtsstaatlichkeit. Deutschland ist etwas Besonderes. Geboren aus der Idee, dass ein Land nie wieder 6 Millionen Menschen ermorden kann. Terroranschläge passieren! Und ihr macht das Wort und weiter! Was ist euer Problem gerade? Erzählt ganz einfach.
Jeder kommt Sachen wie Allahu Akbar auszusprechen, den Finger es gibt eine spürbare Hemmschwelle. Das Wort so laut zu schreien. Also spürbare Hemmschwelle, hier jetzt Allahu Akbar oder vergleichbar Heil Hitler zu rufen, kommt einem, ja, der allgemeinen Bezeichnung mit Drecksjude, was auch von der Szene fällt, kommt ein bisschen Takus vor. Das Problem ist, dass wir alle Angst haben, Wörter wie Heil Hitler, Allahu Akbar zu sagen, in dem heiligen Land, und wo es hier der Konflikt so hoch kocht, weil hier einfach so viele verschiedene Religionen aufeinander krachen, und das zum einen für uns beeindruckend ist, und wir das alles selbst so verarbeiten müssen, und zum anderen wir auch Angst haben, dass wir andere verletzen, weil wir uns so sicher sein können, dass die verstehen, dass das hier ein deutsches Theaterstück ist. Du bist Deutscher, ne? Ich, ja und? Ja, kein Wunder, nur deutsche Männer laufen so Missgeburten-Style rum. Was los, du Jockel? Nur deutsche Männer laufen mit Helm und hässlichen Hosen und hässlichen Schuhe rum. Was los? Soweit ich weiß, haben echte Leute immer das Recht zu fragen, was ich für richtig halte. Nein. Er ist bestimmt Nazi. Sag mal, geht's noch? Du bist schon ein Nazi, ne? Mich als Nazi wohl bestimmt jetzt für das Allerletzte. Was schreffen so, du Nazi? Das Problem ist, hier in Israel wird uns auf einmal klar, was für krasse Wörter wir eigentlich benutzen. Ja, aber Leute, wisst ihr auch, was ich richtig gut finde? Was? Dass sie in Frankreich alles verbieten. Ja! Ja. Alter, es ist auch krank, so zu leben. Ja, was ist gut? Aber natürlich weiß ihr das in Deutschland nicht, denn wir sind einfach viel zu nett. Ich finde es einfach zu nett. Die Menschen wollen sich auch gar nicht regenerieren lassen. Regenerieren! Egal, was man tut. Deutschland ist einfach nicht streng genug. Ja! Vielleicht sollten in Deutschland auch so eine Terroranschläge passieren. Wir sind einfach zu nett. Ja. Wir sind einfach zu nett. Vielleicht sollten in Deutschland auch so eine Terroranschläge passieren. Wir sind einfach zu nett. Also gerade in dieser zwiegespaltenen Nation, in der wir uns befinden, wir waren heute in der Altstadt und haben diese Diskrepanz gesehen an einer Ecke. Jüdische Händler, an der anderen muslimische, auch Christen. Irgendwie ist ein Miteinander da, aber es ist so eine Hemmschwelle wirklich zu spüren, auch in der Stadt. Und deswegen fällt uns das besonders schwer, hier aufzuführen. Vor allem, weil wir nicht geplante Gäste dabei haben. Und das ist normal, dann vor allem Sachen wie Heil Hitler und alles zu rufen. Und ja, warum wir das hier machen? Ich glaube, wir wollen auch hier vor allem ein Zeichen setzen, dass darüber gesprochen werden muss und dass das nicht so weitergehen kann. Terroranschläge passieren. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Und damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Allahu Akbar! Terroranschläge passieren. Ihr habt ja jetzt irgendwie echt Probleme hier vor den Leuten aufzuführen. Erzählt noch mal kurz, was geht jetzt gerade in euch vor? Wirklich eure Statements. Ich glaube, es ist auch unangenehm von Ausländern oder beziehungsweise jetzt von den Hotelgästen als so identifiziert zu werden, dass wir sozusagen Spaß daran haben, solche Wörter auszusprechen oder dieses Theaterstück so aufzuführen. Und die anderen kennen uns ja nicht, die sind ja auch nicht aus Deutschland und verstehen dann sozusagen den Sinn vielleicht des Theaterstücks. Vielleicht wird es etwas missverstanden und man denkt, dass es
halt das ist, was wir wirklich meinen. Oder ich glaube, da liegt der Fehler, dass es nicht wirklich richtig interpretiert wird. Ich glaube auch, eine Schwierigkeit ist gerade ähnlich wie mit dem Begriff Kanake, was ja auch eine diskriminierende Wertung ist. Wenn man das untereinander sagt, von türkischem Migrationshintergrund zu jemandem türkischem Migrationshintergrund, hat es eine andere Wirkung, als wenn jemand Deutsches zu mir Kanake sagen würde. Und ich glaube, diese Schwierigkeit haben wir gerade hier in Israel, weil in Deutschland wissen wir, die Leute werden nicht direkt etwas Persönliches mit diesen Begriffen oder dem, was wir ausrufen, verbinden, sondern die werden differenziert rangehen. Und das, was wir hier jetzt gerade erleben, ist eben, hier sind gerade auch jüdische Personen anwesend und wenn wir jetzt hier schreien, Heil Hitler, wie wird es sich für die anfühlen? Genau darum geht's denn. Heil Hitler, Nazis, SS, das sind Wörter, die kennt man überall auf der Welt. Aber der Rest des Stückes, das Ganze drumherum, die Radikalisierung, das wird alles nicht verstanden, weil ihnen einfach die Sprachkenntnisse fehlen. Und wenn man jetzt sozusagen unsere Aktion hier, wir lachen, wir scherzen, wir toben herum, nur auf Nazi, Hitler und so weiter bezieht, ist es problematisch, weil wir uns damit verunsichert fühlen. Morgen beim Frühstück sind wir für die, hey, das ist doch der Nazi geschrieben hat, das ist doch der Hitler geschrieben hat. Und ich glaube, keiner von uns möchte so von denen angeguckt werden. Wir werden jetzt wahrscheinlich da mit Misstrauen begegnen. Hinzu kommt, wir sind Gäste in diesem Land. In Deutschland sind wir zu Hause, das ist unsere Heimat. Wenn wir dort etwas machen, wissen wir, dass die Leute uns verzeihen werden. Hier wollen wir von denen aufgenommen für 7 Tage, für die Woche jetzt. Und wir wollen dieses Gastrecht nicht missbrauchen. Und wenn wir da jetzt drauf losgehen und Wörter wie Drecksjuden, was glaube ich am Anfang sagen, könnten wir dieses Gastrecht extrem missbrauchen. Aber wir haben trotzdem diese Zeichen in unserem Stück. Sind die dann, sollte man das ganz weglassen aus dem Stück? Auf keinen Fall. Wenn man sich das im Kontext anschaut, dann ergeben die... Ich denke auch, es geht darum, dass wir das dann erklären und wenn wir das Theaterstück aufhören, dass davor auch nochmal deutlich gemacht wird, wie wir das Stück eigentlich meinen und wie das zu interpretieren ist. Und das ist auch das Wichtige, dass wir nicht einfach irgendwelche Fremden herhauen und das Stück einfach aufhören, sondern eben auch aufklären und unsere Message ankommt. Gab es auch Moslems, die geholfen haben? Kennt ihr jemanden? Okay, dann gehen wir zum Baum vor einer Familie aus Sarajevo. Das ist die Allee der Gerechten. Also das heißt, hier alle die Bäume, die wurden gepflanzt zu Ehren von einem von diesen Menschen, die Juden gerettet haben, aus allen möglichen Ländern der Welt, alle möglichen Religionen. Raum, in dem die ganzen Bilder hängen von allen Namen und dass so viele Fächer aber auch noch frei stehen. Die Menschen sind einfach namenslos und die wurden einfach vernichtet. Aus der Geschichte gestrichen. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, aber man muss sagen, das, was wir im Unterricht in der Schule machen in Deutschland jetzt, zeigt einfach, greift das Thema nicht ganz gut auf, ja. Wie viel wir eigentlich gemacht haben
aber dass es trotzdem immer noch so viel gibt, was wir nicht behandelt haben oder was wir nicht behandeln können, weil wir einfach nicht die Zeit dafür haben. Es ist krass zu sehen, dass es so viele verschiedene Geschichten gibt und man merkt auch an manchen Stellen, dass man einfach wortlos, sprachlos ist. Mir besonders aufgefallen ist, als wir im Geschichtsunterricht die NS-Zeit thematisiert haben, ging es vor allem um den ganzen politischen Hintergrund, wie Hitler an die Macht kam, seine Macht ausgebaut hat. Wenn man sich jetzt angeschaut hat, im Endeffekt, das war ja nicht nur Geschichte, dass man an der Tafel mit dem Finger auf der Landkarte rüberstreicht, wie sich das ausgeweitet hat, sondern dass man dem auch Gesichter gibt. Gestalt zuspricht und dann Gesichter gibt. Eben nicht wieder so etwas passieren kann, sag ich mal. Und das jetzt das Thema auch auf einer emotionalen Ebene aufzugreifen, indem man ihm eben Gesichter gibt, damit man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und sowas nicht wieder passiert. Vor allem wir Jugendlichen sind ja die Generation, die die Zukunft bilden. Und es ist wichtig, dass wir in der Schule genau diesen Input auch haben. Ja. Und dann wird mir noch mal klar, wie wichtig das eigentlich ist, weil diese Menschen, also jetzt so eingepfercht worden, die wurden wie Tiere behandelt und die hatten das alles eben nicht. Und wir haben das in Deutschland und wir nehmen das so für ganz selbstverständlich und man denkt eigentlich nicht wirklich darüber nach, aber heutzutage ist es auch so, dass wir überall selbstverständlich sein und das ist so was Tolles und eigentlich auch was so Wichtiges und ja, man sollte das einfach mehr wertschätzen und ich finde, dadurch kommt das auf jeden Fall auch rüber. Ich persönlich habe einfach daraus gelernt, wie wichtig es ist, Hoffnung zu haben und egal, ob es Hoffnung in dem, also bezogen auf den Glauben oder auf einen Menschen, der vielleicht draußen auf einen wartet oder einfach auf die Fantasie, die Zukunft, die man vielleicht noch haben kann und dass man eben nur mit dieser Hoffnung rauskommt und auch überlebt. Nach dieser Tour ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig eigentlich der Inhalt ist vom ersten Artikel unseres Grundgesetzes, und zwar, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, besonders nachdem man die ganzen Bilder gesehen hat und diese Methodik, mit der den Menschen ihre Würde und ihre Menschlichkeit genommen wird, die wir abschauen, behandelt werden, dass mit ihnen sogar Experimente gemacht werden, die wie Laborratten fast schon behandelt werden, die mit diesen Menschen. Und eine weitere Sache, die ich neu gelernt habe, ist, dass auch zum Beispiel in der Tora gesagt wird, dass wenn man das Leben eines Menschen rettet, gleichgestellt ist, mit damit die ganze Menschheit zu retten. Und das steht meiner Meinung nach nochmal dafür, dass jeder Mensch gleichwertig ist und dessen Würde ihm unantastbar ist. Leuten sitzen, werden sich das Stück anschauen, applaudieren, zwei Leute stellen eine Frage und das war's. Aber so war es nicht. Es war ein ziemlich lebendiges Gespräch, wo auch genügend Fragen kamen, dass man verschiedene Punkte durchgegangen ist. Terroranschläge passieren! Oh, 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 oh. Doesn't want to talk about it, but it's something we wanted to change, like open the eyes of the audience and force them to discuss about it. Oh,
much about history because that's the only source that we learn about. And I think it's important to know the history when we reflect it on the present and look about what are the problems now, which countries are now at these situations or not that bad, but becoming that bad. And I think Germany is at a point where we can be proud about development, but now we have to reflect it at the other countries and also improve these thoughts in the education systems in other countries where like problems like nationalism is a bigger issue than in Germany now. Dort steht geschrieben, das deutsche Volk bekennt sich zu unverletzlichen und unverzichtbaren Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gesellschaft, dem Frieden der Welt. I just wanted to tell you that I like very much what you did. Because it's another way of saying that the whole problem that we find in the Bible of Cain and Hebel, Cain that kills yes. Hebel, humanity since then is searching and looking for brotherhood. Then you bring this brotherhood. Ich habe Post erhalten ins Hostel, in mein Zimmer, nach der Aufführung bei der Diskussion und danach bei den Einzelgesprächen habe ich einen Herrn kennengelernt namens Stefan und dieser hat mir von sich selbst erzählt und wie sehr ihn das alles berührt hat. Er war irgendwann so emotional, hat sich so sehr gefreut, auch dass mit den Worten, ich finde das so unglaublich toll, dass ihr auf einem guten Pfad seid, auf einem guten Weg seid und diese Entschlossenheit und diesen Elan, den hat er gespürt. Er war sehr bewegt von uns, vom Stück, vor allem auch von der Diskussion nach dem Stück, von dem Gespräch, von unserem Einzelgespräch mit mir. Deswegen hat er auch mir geschrieben, also hier steht vor Abdul of the German Theatre Group. Und was da drin ist, gucken wir uns jetzt an. Pack Opening. Der Herr, der mir das geschickt hat, der hat mir gestern erzählt, dass er 3 Jahre lang am Gazastreifen gearbeitet hat, auch in einem Theater. Und dort halt auch unter anderem viele unglückliche Fälle, traurige und bewegende Fälle von Palästinensern gehört hat, aufgrund der Problematik hier in Israel. Das hat mich wirklich überrascht, hätte ich nicht gedacht, weil er hat sich die Mühe gemacht, er hat abgetippt. Und mit Datum und alles richtig formell. Ich glaube, das ist der erste Brief, den ich so bekommen habe. Sonst bekommt man nur Briefe, weiß ich nicht, vom Amt. Der muss ja dann wissen, ob es sonst was ist oder von der Haspa. Aber so einen Brief halte ich zum ersten Mal in der Hand. Und soll ich ihn vorlesen? Also, lieber Abdul, es war sehr schön und bewegend, wie du gemerkt hast, dich und euch alle gestern kennengelernt zu haben. Besonders habe ich mich über unser Gespräch nach der Vorstellung gefreut. Es ist sehr gut, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, wie du auf die Welt und ihre Menschen schaust. Liebevoll, offen und doch auch kritisch. Deine Vorstellung, die Kommunikation, das Gespräch als Weg zueinander zu suchen und zu fördern, ist wunderbar und zugleich nicht leicht, wie du weißt. Hier in Israel leben natürlich viele Religionen beieinander. Wichtig, beieinander. Wie eine deiner Mitschülerinnen im Nachgespräch sagte. Aber wie friedlich und verständnisvoll sich das darstellt, steht auf einem anderen Blatt. Dennoch gibt es natürlich auch im Bereich der 3 in Israel und besonders in Jerusalem lebenden Weltreligionen immer wieder auch Menschen und Gruppierungen, die den Dialog suchen. Da Israel ein so kleines Land
ist, mit so vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion, mit so deutlich spürbarer sozialer und politischer Ungerechtigkeit, bekommt man, wenn man will und das entsprechende Bewusstsein hat, all die schmerzhaften Vorgänge, Vorfälle, Bewegungen und Handlungen hautnah mit. Das macht das Leben hier nicht immer leicht und oft sehr traurig. Und trotzdem gibt es auch hier Menschen wie dich, die den Weg zueinander finden wollen und ein Leben im gegenseitigen Respekt füreinander suchen und dadurch auch mehr Gleichheit und Gerechtigkeit schaffen wollen. Damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also es ist schon bewegend, dass man Leute erreichen konnte, auf jeden Fall. Das ist ein Zeichen, eine Rückmeldung, dass wir nicht umsonst hier waren. Und vor allem, dass wir viel mitnehmen können für uns nach Hause. Dass wir viel lernen konnten aus dieser Reise. Und ich bin überwältigt. Also ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, ehrlich gesagt. Also sich auch so gut mit dem Thema auskennen und richtig damit auseinandergesetzt haben. Also ich hätte gedacht, dass es einfach Menschen sind, die Lust haben, ein Theaterstück zu gucken, aber nicht mit unbedingt, also nicht unbedingt dann so darüber diskutieren werden, das hinterfragen werden und uns nochmal herausfordern, dass wirklich die Message klar deutlich wird, uns auch zu Themen zu fragen, wie zum Beispiel dem Holocaust oder wie wir dazu stehen und warum wir überhaupt das Stück aufführen. Ganz schön, dass das Stück so viele Fragen aufgeworfen hat und dass sich das Publikum auch wirklich getraut hat, dass es eine sehr offene Atmosphäre war. Wir haben sehr offen über alles geredet und also die Leute haben sich auch getraut zu fragen, okay, und was ist denn jetzt Deutsch und wie ist das mit der multikulturellen Zusammensetzung bei uns und klappt das überhaupt und ist es die Lösung für das Problem? Und ich fand es einfach schön, dass wirklich jeder sich beteiligt hat und dass die Menschen das auch einfach verstanden haben, weil meine Angst, ich glaube auch die Angst vieler aus diesem Kurs war, dass sie das Stück nicht verstehen, dass sie denken, was soll das und wir rufen Heil Hitler und Allahu Akbar, aber es war ganz im Gegenteil und es gab einfach so einen hohen Diskussionsbedarf und wir sind auch nach dem Theaterstück noch sehr lange dort geblieben und haben auch Einzelgespräche geführt, weil die Menschen einfach so interessiert an dem Thema waren. Und das zeigt doch einfach, dass, also wie wichtig es ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Und ich meine, wir sind noch Schüler und dass sogar Erwachsene eben den Bedarf dazu haben, wirklich sich mit uns darüber auszusprechen und sich so intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, zeigt doch einfach, dass man sich eben, dass man das Thema auch wirklich offener ansprechen soll, dass man offener damit umgehen soll und eben über das, worüber nie gesprochen wird, dass man darüber sprechen soll. You did a very, very good job. Living in Israel for a while, from Argentina, and I think that it's very, very good that you are dealing with this topic, which is hard, very hard, and you should continue. Some of you, most of you, have a very good capacity, actoral capacity, and should go ahead with the show. Thank you. The show, and it is relevant. It's relevant in this country too, because this country also has received all the time immigrants from abroad. Yes. So this is, there is not such a thing, I am Israeli from 10 generations, well maybe one, but the rest are all new here. So the topic is very important. The topic is important, and I thank you as, let's say, an Israeli Argentinian. Ich glaube, dass die Leute das Stück mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken. Ich glaube, das ist auch bei uns der Fall. Also ich finde, umso mehr man mit den Leuten darüber spricht, umso mehr denkt man darüber nach und einem wird erst dann richtig klar, was sagen wir, was können wir mit so einem Stück überhaupt ausdrücken und bewirken. Und ich glaube, das ist...
Gut so. Aufführung, also auf jeden Fall hier die letzte Aufführung von Kein Deutscher Land und insgesamt die letzte Aufführung von Kein Deutscher Land hier in Tel Aviv, und damit verbunden werden wir morgen zwei Zeitzeugen des Holocaustes aus 1945 befragen, mit ihnen reden, und hoffentlich wird es heute wieder eine Diskussionsrunde nach dem Theaterstück geben. Haben. Aber andererseits ist es jetzt auch zu Ende. Also das muss man erstmal realisieren. Was ist deine Meinung dazu, dass es heute die letzte Aufführung war? Ich bin sehr traurig. Also gerade diese zwei letzten Diskussionen haben mir gezeigt, wie viel wir damit erreichen können und wie vielen Menschen wir dadurch Hoffnung geben, dass sich vieles verändern wird. Und ich hoffe, dass die weiteren Projekte genau solche Ziele verfolgen werden und sie auch erreichen werden. Und ja, ich bin traurig. Endlich spiele ich nicht mehr Dilek. Ich bin erlöst. Warum? Herr Buden, ich bitte Sie. Erzähl etwas zur Rolle. Was das für eine Rolle war? Warum? Achso, ich habe eine Mobberin gespielt und das bin ich halt eben gar nicht. Du weißt, dass ich Lästern über alles hasse, aber ich will vor Gott sauber bleiben, ne? Mein Bruder, ne, er macht den Park mit einer deutschen Schlampe rum. Jeder kennt sie und ich will keine schlimmen Wörter schreiben, weil das ist Eier. Aber du kannst dir vorstellen, wie dreckig sie ist. Hey, Dilek, hast du schon übertrieben mit Lügen? Mann, du kennst sie nicht. Hadlan, was Lügen? Sagst du, ich lüge? Ich schreibe von Zukunft. Hä? Sind deutsche Mädchen nicht alle gleich? Ja, ne? Ja, deutsche Mädchen sind alle gleich, ne? Ich bin doch nicht hobbylos, hier zu warten, bis was passiert oder was? Hat, komm, lass gehen. Ich möchte diese Sündenblamage und das Gebot nicht mehr sehen. Scheiß Deutsche! Und ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Rolle nicht mehr spiele. Obwohl eigentlich diese Rolle war das komplette Gegenteil von mir. Und deshalb war es eigentlich so spannend, die Rolle eigentlich zu spielen. Meine Hauptrolle ist die Szene, wo ich das vergewaltigte Mädchen und die Mädchen drumherum, die auch leidende Individuen darstellen, sozusagen aus ihrer Rolle befreie, beziehungsweise sie emanzipiere, ihnen helfe, wieder auf den Weg zu kommen. Und ich finde es schön, dass gerade ich diese Rolle habe mit meinem Kopftuch, also mit meinem Erscheinungsbild, weil das irgendwo auch ein Statement dafür setzt, weil ja oft gerade Personen mit meinem Erscheinungsbild in der Opferrolle sind. Und dass man sozusagen mit diesen Stereotypen spielt und die Rollen vertauscht, ist meiner Meinung nach ein interessanter Aspekt.
Und sonst, wenn man den Heiligen Koran zitierte, nannte man die Sure und den Vers dazu. Und jeder Muslim, wie sich's gebührte, führte sein Gewissen in Respekt und Ruhe. Doch die neuen Derwische wissen's nicht besser. Sie schwatzen das Alte, das Neue dazu. Und die Verwirrung wird täglich größer. O heiliger Koran, o ewige Ruhe. Ich trage ein Gedicht von Goethe vor, in dem es darum geht, dass der Islam bzw. der Koran eine friedliche Basis beinhaltet, die durch die neuen Derwische, so wird es gesagt, nur beschwätzelt wird und verändert wird auf negative Weise und dass man sich auf die auf das Fundament berufen sollte und sozusagen auf das Pure zurückgehen sollte, so wie es früher auch war, wie es früher gut war und sich nicht von diesen aktuellen extremistischen und beängstigenden Richtungen beeinflussen lassen soll. Ja, ich spiele den Patrick, eine der drei Hauptrollen in dem Theaterstück, und im Großen und Ganzen meine Charakterentwicklung ist, dass ich meine alte Klassenkameradin getroffen habe, meine Kindheitsfreundin, ihr Bruder mich zusammenschlägt und ich dann mich langsam durch Kontakte mit der AfD zu einem Nazi radikalisiere oder ja, und dann mit Endeffekt dem Bruder töten muss und insgesamt so mit den falschen Leuten mich befreundet habe und das am Ende halt in der Katastrophe endet. Wir nennen die Probleme unserer Gesellschaft bei Namen. Alle Fakten, schwarz auf weiß, damit Deutschland wieder groß wird. Chill, Alter, mein Vater ist auch Nazi. Hast du auch eine dumme Kurve? Scheiß aus! Patrick? Jette, bist du das? Wie lange haben wir sich nicht gesehen? Über ein Jahrzehnt? Ja, seit dem Kindergarten, nachdem. Sag mir nicht, dass du jetzt ein Nazi geworden bist. Was? Nein, 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 ich bin kein Nazi. Ich will nur, dass die Probleme in Deutschland wieder beim Namen genannt werden, dass Deutschland wieder groß wird. Machst du jetzt auch Trump? Nein, alles cool. Also, ich spiele Jette, die Freundin von Patrick, der in eine rechtsradikale Szene gerät. Und was jetzt halt ausmacht, ist, sie trägt ein Kopftuch, sie ist Muslimin und das sieht man auch offensichtlich in dem Erscheinungsbild. Sie ist sehr selbstbewusst und sie ist eben gegen diese Nazi-Szene, in die eben mein Freund dann rutscht. Und was mich außerdem ausmacht, ist, dass ich trotzdem versuche, stark zu bleiben, finde ich, durch das ganze Stück. Und ich werde ja auch vergewaltigt in dem Stück. Wir müssen hier weg, ist zu gefährlich, komm! Ja, schaut mal, da hinten also drin. Der Junge, lass sie in Ruhe, sie hat nichts damit zu tun. Lass mich durch! Wo hast du was mit dir zu tun? Lass mich durch! Warte, warte, nicht so schnell! Mit wem seid ihr? Jungs, nun, die war so respektlos gegenüber seinem Gastgeber? Gastgeber, ich bin hier geboren und aufgewachsen! Ich... Ja, lass doch nur Integrationstest machen. Du weißt nicht mehr, wie man das muss schaffen! Nein! Ich war Gastgeber! Nein! Trotzdem hat das alles, also diese ganzen Situationen haben mich dazu gebracht, eben, dass ich mich selbst verloren habe, dass ich dieses Selbstbewusste, dieses, ich kann auf dem Boden stehen, das gab es dann nicht mehr. Und ich habe einfach mich selber und die Menschen um mich herum in einem Einkaufszentrum in die Luft gejagt. Ich habe einen Attentat ausgeübt und eben all das, was meinen Charakter ausmacht, habe ich verloren. Jette ist eine tapfere, mutige, aber auch gleichzeitig eine hilflose Frau, die eigentlich Unterstützung braucht und ein Standbein, wo sie sich, sag ich mal, orientieren kann. Und das hat ihr leider gefehlt, was letztendlich zu der Tragödie geführt hat. Dass kein Mensch in diese extremen Situation gerät.
in der er versucht, eine innere Lücke mit einer mit Radikalismus oder Extremismus irgendeiner Art zu füllen. Dass, wenn man diese Situation verhindert, wenn man Chancen gibt, wenn man Perspektiven zeigt, dass man dann Extremismus großenteils vorbeugen kann. Alle Studien belegen, dass die Radikalisierung und der Grad an Religiosität bei Heranwachsenden mit Identitätskonflikten und der Frage der Zugehörigkeit bzw. mangelnder Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft resultieren. Somit lassen sich explizite Parallelen hinsichtlich der Faktoren, die eine Radikalisierung im Raum des Rechtsradikalismus oder des Salafismus begünstigen, vorfinden. Die Diskrepanz hinsichtlich der Frage der Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft und der Entwicklung der Identität bildet hierbei den Nährboden, auf dem radikales Gedankengut wachsen und gedeihen kann. Denn wer nichts sät, kann nichts ernten. Minister Unkraut! In unserem Stück an sich zeigen wir ja genau auf, wie diese Radikalisierungsprozesse zustande kommen. Also dadurch, dass sich Jugendliche unverstanden fühlen und ihre Lehre dann damit füllen, dass sie von anderen aufgenommen werden, brüderlich, aber diese ihnen die falschen Sachen sehen. Und deswegen, wie auch Marc schon gesagt hat, ist die Lösung der Probleme, dass man miteinander redet und dass man nicht vorherige Schlüsse zieht und Menschen direkt in Schubladen und kategorisiert. Ich habe gute Nachrichten, Bruder. Ich hoffe, dass ich dir vertrauen kann. Astaghfirullah, Achi! Natürlich! Ihr seid meine Familie! Ihr seid meine Brüder, mein Zuhause! Maschallah, so, da seht ihr das? Bald kommt deine Zeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Ungläubigen werden für ihre Taten büßen. Das ist die Gerechtigkeit Allahs auf dieser Erde. Wer etwas tut, muss büßen, erhält Rechenschaft. Sie haben unsere Länder zerstört, Achim. Sie haben unsere Länder ausgebürgt. Sie wollen den Islam ausmerzen. Aber du, Bruder, du bist eine gute Nachricht für uns alle. Du wirst in den Nachrichten sein. In diesen Tagen bekommst du den Auftrag von ganz oben. Du wurdest auserwählt. Du wirst uns rechnen. Du wirst dich rechnen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Meine Heimat bleibt deutsch. Wollen Sie kommen? Stoppen! Die Merkel muss weg. Wir sind das Volk. 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 Mensch, Patrick, ich hab zwar anfangs nicht mehr geglaubt, aber du zeigst immer wieder das deutsches Blut in deinen Adern, Sio. Das ist dein Mann, das halt nicht. Gründen für das Schulz, will, dass du bei der nächsten Nachtaktion dabei bist. Was für eine Aktion? Frag nicht. 88! 88! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Herzlich bei Ihnen allen, dass Sie gekommen heute Abend. Wir haben uns glücklich gemacht. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass dann auch welche kommen oder nicht. Das freut uns natürlich auch auf unsere Sprache, also auf Deutsch, unsere Sprache, ja. Türkisch nicht, aber ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, unsere Sprache ist Deutsch. Dass wir auf Deutsch mit Ihnen reden können, konnten, uns austauschen konnten. Es hat uns bereichert. Ich hoffe, wir haben Sie auch bereichern können. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Abend.
Also, zu Beginn hatte ich, um ehrlich zu sein, etwas Angst. Wir dachten erstmal, keiner kommt. Und der Raum hat sich dann doch gefüllt. Und es war eigentlich ein tolles Gefühl, mal international, also außerhalb Deutschland, aufzuführen. Was wir damit erreichen konnten, ist, dass wir die Leute zum Nachdenken erregen konnten. Und dass die Leute, ich gehe mal davon aus, dass wenn sie schlafen gehen am selben Tag, dass sie das alles nochmal reflektieren und darüber nachdenken, was unsere Message eigentlich sein sollte. Und ich denke mal auch, dass sie daran auch arbeiten werden und dass sie was daraus gelernt haben. Weil das hat ja auch viele berührt, viele haben auch geweint und ja, ich denke mal, das hat sie auf jeden Fall berührt. Und ich denke mal auch, dass sie auch das weitergeben werden an deren Familie, an deren Freunde. Ich bin Batsheva Dagan, geboren in Polen. Und ich war in Auschwitz 20 Monate. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn 20 Monate lebt und hofft. Und meine Hoffnung ist wahr gekommen, denn ich sitze mit euch und ich habe geträumt, wenn ich lebe, muss ich der Welt erzählen. Das war mein Traum. Ich bin gerade mal 18 Jahre jung und ich habe auch nicht wirklich viel Ahnung vom Leben. Ich weiß, ich werde im Laufe der Jahre noch sehr viel erleben und sehr viele Eindrücke sammeln. Aber eines kann ich jetzt schon sagen, und zwar, dass mich das Gespräch mit Ihnen, Batsheva, ein Leben lang prägen wird. Als Sie den Raum betreten haben, ist mir als erstes Ihre Nummer am Arm aufgefallen. Und ich wusste sofort, Ihre Lebensgeschichte wird heftig. Die Frage, die ich mir direkt gestellt habe, war, wieso haben Sie sich diese Zahl nicht entfernen lassen? Aber im Laufe des Gesprächs ist mir bewusst geworden, dass Sie uns nicht nur ein Schicksal voller Leid mitteilen werden, sondern dass Sie voller Lebenswillen sind. Die Zahl erinnert Sie nämlich nicht an Ihr Leid, sondern es ist irgendwie auch ein Ja zum Leben. Für so eine Einstellung haben Sie meine vollkommene Bewunderung. Obwohl Sie so ein schreckliches Schicksal erleiden mussten, war Ihre Geschichte dennoch mit Lebenswillen gefüllt. Ich fand es unglaublich schön, wie Sie in so einer schwierigen Zeit daran dachten, wie sehr Ihnen die Bildung fehlt und dass Sie trotzdem alles dafür getan haben, irgendwie lernen zu können. Zum Beispiel, als Sie in Auschwitz fließend Französisch sprechen gelernt haben. Denn Ihre Sehnsucht nach Kultur war größer als Ihre Sehnsucht nach Brot. Sie sind eine Frau, die mit so einem Mut und Lebenswillen gefüllt ist, dass ich nur größten Respekt dafür empfinden kann. Ihr Schicksal hat mich zu Tränen gerührt und das, was Sie aus Ihrem Schicksal gemacht haben, hat in mir größte Bewunderung ausgelöst. Sie versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das schaffen Sie auch, indem Sie Ihre Geschichte mit anderen Leuten teilen. Es fällt mir, um ehrlich zu sein, schwer, die ganzen Eindrücke und Gefühle, die ich empfinde, in Worte zu fassen. Deshalb möchte ich es kurz halten. Ihre Message ist angekommen und ich werde Ihre Message so lange verbreiten, wie ich nur kann. Danke dafür. Ich werde nie meine Nummer rausnehmen. Das ist mein Schicksal. Und meine Nummer ist ein Palindrom. Man liest sie von beiden Seiten dasselbe. So wie das Wort, wie der Name
David, ja, im Hebräischen. Man kann es vorwärts und rückwärts lesen. Ja. Du hast auch mal so schön gesagt, dass im Grunde ist das deine Nummer des Lebens. Ja. Du hast sie bekommen, weil man dich töten wollte, aber du lebst. Das ist deine Lebensnummer. Ich fand besonders das Gespräch mit den Zeitzeugen und insbesondere Fatschel war sehr bereichernd, weil ich finde, dass diese Gespräche mit den Zeitzeugen im Allgemeinen der Erinnerung an das NS-Regime eine wahrhaft Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit irgendwie mitgeben. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch, dass mit diesen Menschen sprechen zu dürfen, ein Geschenk und ein Privileg war. Und in dem Zusammenhang danke ich auch dem Goethe-Institut, dass sie das ermöglicht haben. Und auch im Zusammenhang mit unserem Theaterstück wurde mir durch diese Gespräche nochmal deutlich, wie wichtig der erste Grundsatz oder der erste Artikel in unserem Grundgesetz ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Denn diese Menschen wurden ja zu einem bestimmten Zeitraum ihres Lebens, wurden sie ja ihrer Würde beraubt. Durch brutalste Mechanismen wurde versucht, sie zu entmenschlichen. Und genau diese Erfahrung nochmal von Ihnen Angesicht zu Angesicht mitgeteilt zu bekommen, hat mir persönlich nochmal gezeigt, wie wertvoll eigentlich dieser erste Artikel in unserem Grundgesetz ist. And in our family, we have three people that got from Yad Vashem the title of greatest among the nations. And I'm going to tell you also a bit about what it is, because today I'm closing a circle in a certain way, and I am a member of the Committee of the Just at Yad Vashem. This committee that gives the title of Just, what it is basically is we are giving a honorary title. It's nothing to do with money. It's only thanking the people that are not Jewish and that have saved during the war Jewish people, endangering their life, and not for any financial reason. So this is your guest family again. These are the people that saved me. They came later on to Israel, they showed they were with us, and in a few minutes I'm going to tell you about next. So this is after the war. You can see that there were people that, when they hide us, they could lose everything. It's not just taking a child. You are, it's your family, it's your belonging, you really have got to be special people. And I think that shows us that there's always light. Yes, that's what he says, yes. That's what I've tried to tell you. Yeah. Try to find a positive solution. And I think this makes life much easier, and it's always possible. It's always possible. And I think this is the fruit. Okay, this is what we really wanted. We wanted to have a family, a happy family, and every Friday everybody's coming to my place and they say, Father, you are not a specialist in computer, how can we help you? So that's great. Okay, so this is really the success. And it's not a revenge, but this is the way that we're going to go. You have a problem, try to find a positive solution. And it makes life easier and better. Die Gespräche mit den Zeitzeugen Nathan und Batsheva haben mir nochmal eine ganz neue Perspektive ermöglicht als die zuvor besuchte Ausstellung. Wir haben da von vielen Fakten und Zahlen und Geschichten gehört, aber endlich ein Gesicht dazu zu sehen, hat mich sehr ergriffen. Es war natürlich vorher schon traurig zu hören, wie sehr diese Menschen gelitten haben, aber wenn eine Person, die zu der Zeit gelebt hat, es dir selber erzählt, ist es nochmal etwas ganz anderes, und das hat mir tatsächlich die Augen geöffnet und mir ein bisschen das Herz gebrochen. Ich hatte vorher nie gedacht, dass Menschen so eiskalt und skrupellos sein können, und nach diesen Gesprächen bin ich noch dankbarer für die Zeit, in der ich lebe, und ich bin der Meinung, dass beide Menschen nur stolz auf das sein können, was sie überstanden haben, und dass sie sehr mutig sind, und ich wünsche ihnen nur das Beste für die Zukunft. Man kann nur hoffen, dass so etwas nie wieder passiert.
jetzt so am Ende der Reise, wie ist das für euch? Also ich finde, viel mehr als nur, es hat sich gelohnt, sondern es war wirklich eine Bereicherung. Weil ich das schon gestern uns auch zu Freunden erzählt hatte, 2 Jahre lang haben wir über das Ganze mit den Klischees gesprochen, mit den Vorurteilen, was für grundsätzliche Einstellung man dem Fremden gegenüber hat. Und obwohl wir der Meinung waren, so sensibel damit umgehen zu können, ist mir selbst jetzt aufgefallen, als ich dann in Israel ankam, dass ich selbst noch Vorurteile habe. Zum Beispiel nicht jeder Jude läuft so klischeehaft rum, dass sie diese klassischen orthodoxen Anzüge rumlaufen. Ich habe gesehen, es gibt auch Farbige. All diese Dinge, wo ich sozusagen selbst Vorurteile hatte, habe ich hier gesehen, dass es nicht so ist. Es waren nochmal Selbstreflexionen. Grundsätzlich ging es in unserem Projekt ja um die Radikalisierung von Jugendlichen. Aber wenn man so ein bisschen weiter wegzoomt und versucht, das große Ganze zu betrachten, dann ging es um viel mehr als nur um das. Und zwar geht es meiner Meinung nach, und ich glaube, da würden mir auch meine Mitschüler zustimmen, geht es vielmehr darum, dass man über Probleme, die man in der heutigen Gesellschaft hat, sprechen muss miteinander. Dass man die Vorurteile, die man hat, beiseite schaffen muss und aus einem aus diesem Zustand heraus eben miteinander diskutieren muss, um eben ja, um konstruktive Lösungen zu finden und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Es war eine tolle Reise. A life jacket is located under your seat. In the event of an emergency landing or water, remove the jacket, slip it over your head, wrap the strap around your waist, and adjust it, and attach it to the buckle. Pull the strap to adjust it around your waist. Bei den Anschnallzeichen aufleuchten, müssen Sie zu Ihren Sitzplätzen zurückkehren und Ihren Sicherheitsgurt schließen. Your seatbelt is fastened, adjusted and unfastened like this. Your seatbelt must be fastened whenever the fastened seatbelt binds are illuminated. Bei einem eventuellen Druckverlust in der Kabine fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine dieser Masken zur sich herunter, um den Sauerstoffzugurt zu starten. Das Treffen und der Austausch mit Batsheva hat mir einen einzigartigen Einblick in die Kriegsgeschichte und den Holocaust ermöglicht. Dieser Einblick verdeutlichte Details bildlich und greifbar, ganz und gar nicht wie in den Geschichtsbüchern der Schule. Menschen in einem Herzen umsetzen. Also ich, man hat mir die Haare abgeschnitten, total. Man hat mir genauer gemacht. Ich habe die Sophie, wie sie war. Man hat mir alles weggenommen. Ich habe eine Arzt-Uniform von einem russischen Soldaten bekommen, ohne Unterwäsche. Und ich habe 2 linke Holzschuhe bekommen, holländische Holzschuhe. Und ich habe mich nicht erkannt, aber es waren Scheiben da und ich habe die Hände hochgehoben. Da haben die gesehen, oh ja, das bin ich. Und ich habe entdeckt, dass ich es bin, weil ich meine Hände bewegt habe. Ihre emotionale Art zu erzählen rührte mich mehrmals zu Tränen und zeigte mir, wie wichtig es heute noch ist, über die Vergangenheit zu sprechen. Im Nachgespräch wurde auch immer deutlicher, wie aktuell und bedrohlich die Vergangenheit heute noch sein kann. Das Zeitzeugengespräch mit Batsheva hat mich fühlen und denken lassen wie ein Zeitzeuge selbst. Und diese Erfahrung ist wertvoller als so vieles anderes dieser Welt. Ihr Appell an uns,
dass wir die Geschichte weitererzählen sollen und somit immer wieder zur Anregung dieser Thematiken in Gesprächszirkeln sorgen sollen, ermutigte uns alle. Wir möchten, dass derartige Geschichten sich nie mehr wiederholen sollen und es immer genug aufgeklärte, gebildete Menschen gibt, die dem entgegenwirken. Wir werden zu diesen Menschen gehören. Das Gespräch mit Batsheva war wirklich eine sehr, sehr besondere Sache. Eine Sache, die man auch zu schätzen wissen muss, denke ich. Wir konnten einer Zeitzeugin zuhören und sie hat sich auch nicht davon zurückgehalten, die kleinsten Details mitzubenennen und darauf einzugehen. Ich glaube schon, dass das einer der vielen Highlights auf unserer Reise in Israel war. Und die Straßen waren bedeckt mit Puppen, mit verschiedenen Säcken, jeder eine, was er schleppen konnte. Am Anfang hat man geschleppt, aber dann war man schon müde und das alles ist in den Straßen geblieben. Und bis zum Sammelpunkt sind, wer nicht ging, hat eine Kugel im Kopf bekommen und Schluss. Ja. Also damals, wenn ich mit Angst gelebt habe, ich denke, dass das Leben in Ghetto war einer der Höhepunkte, obwohl Auschwitz war noch schlimmer. Also vom Ghetto war ich, wie gesagt. Das Besondere war halt, dass man sich für einen Moment wirklich in Batshevas Leben drin gefühlt hat und erst dann auch wirklich realisieren konnte, wie grauenvoll diese NS-Taten waren. Ich persönlich habe mir jetzt für mich zwei Dinge mitgenommen und zu Herzen genommen. Und die erste Sache wäre, dass man niemals die Hoffnung aufgeben sollte. Batsheva hat das sehr gut rübergebracht. Sie hatte immer die Hoffnung, irgendwann befreit zu werden und es hat auch geklappt, wie man sieht. Die zweite Sache wäre, dass wir unsere Chancen und Möglichkeiten schätzen müssen, dass wir wissen müssen, was für ein Leben wir haben und wie gut es uns eigentlich geht. Und das besonders Inspirierende dabei war, dass Batsheva ständig einen Willen zum Lernen hatte und diesen Willen auch nie aufgegeben hat. Sie hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie während ihrer KZ-Zeit angefangen hat, Französisch zu lernen, was sie dann später auch im Leben geholfen hat. Und diesen Willen hat sie sich nicht nehmen lassen und hat durchgezogen, was sie wollte. Und ich finde, wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen. Auf jeden Fall Dankeschön, dass wir so eine Möglichkeit hatten und dieses Gespräch führen konnten. Thank you.